Ja, grüße euch. Hi, da ist wieder der Peter Elia aus der Lichtoase. Und ich habe euch heute ein Gedicht mitgebracht. Und das möchte ich euch jetzt erzählen. Bevor es aber anfängt, möchte ich dir sagen, dass da ein schönes Satz gibt, der heißt: Werde der, der du wirklich bist. Besser gesagt, ernähre nicht mehr das, was du im Grunde nicht mehr bist. Mehr als du es noch musst. Was bleibt, bist du. Was überbleibt, ist der schönste, reinste Kern. Denn wo das Licht der Liebe hinfällt, da ist aller Schatten ein Licht auf einmal. Macht es wie die Sonne. Die Sonne scheint. Und wenn Wolken sind, dann scheint die Sonne trotzdem. Und wenn einer die Sonne fragt, wie machst denn du das? Ist das nicht anstrengend? Dann sagt die Sonne, ich scheine einfach. Ich streue einfach. Alles andere wird sich so ergeben, wie es genau das Richtige ist. Und du hast dich immer genauso, wie es dir jetzt in dem Moment und in Zukunft entscheiden wirst, richtig entschieden. Davon kannst du mehr ausgehen. Das Gedicht ist eine Übersetzung von dem Lied Destiny von Jennifer Rush. Ich habe es frei übersetzt und ein bisschen visionärer gestaltet, möglicherweise. Und das möchte ich jetzt bringen. Es gefällt mir voll. Voll schön, dass du da sitzt bei mir und dass ich jetzt da so anstrengend habe. Danke. Danke, danke. Manche sagen, es ist schockierend. Manche sagen, es ist egal. Manche sagen, es ist gebunden. Und manche sagen, es ist lose. Nichts ist festgelegt. Ich bin jederzeit frei zu wählen. Möchte ich strahlen? Oder möchte ich mehr Schatten sein? Ich weiß, was mich kalt lässt und ich weiß, was mich brennen lässt. Was mich weit macht und was mich einengt. Ich bin frei zu wählen, das gehen zu lassen, das mich einengt und mich dorthin zu bewegen, wo es mich nur mehr weit macht. Tut was Lustiges. Diese Zeit ist jetzt genau die richtige. Ich bin mir so sicher. Ich nenne es Wunder. Manche Dinge sind zu göttlich, um sie zu erfassen oder zu erklären. Und das Beste ist, man braucht es nicht mehr erklären. Fragt sie mal das um, warum es scheint oder wie genau sie es macht. Sie sagt, ich scheine einfach. Ich brauche es nicht erfassen, weil es erfasst mich. Es ist wie, wenn der Sturm mich nimmt. Mein Herz und meine Sinne sind dann eins. Alles, das ich nicht mehr bin, weicht von mir. Im Ozean der Stille. Das ist meine Bestimmung, meine Herkunft und mein Ziel. Niemand kann mich je inniger lieben als das Leben selbst, das ich bin. Das Licht in allen Farben. Dies ist meine Bestimmung, meine Herkunft und mein Ziel. Ich stehe zu mir und ich stehe zu dir. Ich stehe zum Moment und ich sage Ja zum Leben. Ich komme immer zurück, um mich und andere dort abzuholen, wo sie sind. Ich bin in Liebe. Mein Herz ist flexibel. Ich trage es offen, so oft ich das kann und so weit, wie es mir möglich ist. Ich begebe mich hinein, voll Freude, in den mächtigen Fluss, in die majestätischen Fluten des Wundermensch. Bisher war ich hin und her gerissen zwischen den Richtungen, manchmal auch zerrissen.
Dann, seine Bewegungen sprachen zu mir, zogen mich an, zogen mich zu sich hinein. Er sagte, du bist wie ich und ich bin wie du. Wir sind eins auf einer Welle. Kein Mensch kann mich je so bewegen als das Leben selbst. Und nichts, das ich nicht mehr bin, hat die Kraft, mich zu bewegen. Ich nenne es Wunder. Manche Dinge sind zu göttlich, um sie zu erfassen. Es erfasst mich. Es ist wie wenn der Sturm mich nimmt. Überall nur Licht und Liebe. Alle sind mir bekannt. Denn ich bin du und du bist ich. Dies ist meine Bestimmung, meine Herkunft und mein Ziel. Niemand kann mich je inniger lieben als das Leben selbst. Dies ist meine Bestimmung, meine Herkunft und mein Ziel. Ich stehe zu mir und ich stehe zu dir. Ich komme immer zurück, um mich dort abzuholen, wo ich jetzt gerade bin. Und ich lasse mich sanft dorthin spülen, mich entwickeln, dort, wo ich sein will, dorthin, wo es weit ist. Ich sage ja zum Leben. Ich sage ja zum Lieben. Ich liebe intensiv und außergewöhnlich. Ich liebe das Leben, denn das Leben liebt mich. Lasst das Leben in euch rein. Macht euch ein Herzen auf. Habt keine Angst davor, verletzt zu werden. Und umarmt euch auf das Zärtlichste. Alles Lebendige ist in euch, so wie ihr verantwortlich seid für alles Lebendige. In diesem Sinne wünsche ich alles Liebe und Gute und Lichte aus der Lichtoase. Und freue mich schon jetzt voll, auf was als nächstes kommt. Es bleibt auf jeden Fall spannend, Leute. Mein Cousin ist auch drauf. Also dann, alles Liebe. Namaste, geliebter Sternenfreund. So. Warte, mein Handy hängt gerade. Du hast mich gerade unterbrochen, aber jetzt bist du einfach auch kurz drauf.